Ich bemüht, ein gutes, klangvolles Deutsch zu schreiben, sehr konkret, auf Abstrakta, auf Fremdwörter und so weiter zu verzichten. Aber Zugeständnisse an den Zeitgeschmack der, sage ich jetzt mal, der Mehrheit so, das habe ich in meinem ganzen Leben nie gemacht. Und ich bin halt wirklich überzeugt, dass der geistige Gehalt eines Streichquartetts, eines späten Streichquartetts von Beethoven oder eines Klavierkonzerts von Mozart oder von der Kunst der Fuge von Bach in Gottes Namen einfach an einem anderen Ort anzusiedeln ist als der geistige Gehalt eines Hits der heutigen Popmusik, der Rockmusik, die kommen und gehen. Also das ist meine Überzeugung und ich kann die nicht verraten. Die klassische Musik und viele Werke der klassischen Musik kommen und gehen auch. Ich möchte hier insofern etwas widersprechen, als ich es ohne die Absicht eines Zugeständnisses selber versucht habe, einen toten Rocksänger in einem Gotthardbuch darzustellen, wie er als Toter mit dem Motorrad über den Gotthard fährt, eben Steve Lee. Ja. Aber das ist selbstverständlich kein Werturteil über die Musik der Band Gotthard. Ich bin mir aber trotzdem eben bewusst, dass die Band Gotthard nun den heutigen Jugendlichen näher steht als Johann Sebastian Bach. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist mir völlig klar. Von daher gesehen kann man mit einem solchen Buch nicht alles leisten. Also für mich stellt sich letztlich einfach die Frage, rede ich über Dinge, die ich verstehe oder die ich nicht verstehe, die ich fühle oder nicht fühle. Ich muss einfach wahr sein. Und im Übrigen muss ich es dann den Lesern überlassen, wie sie damit zurechtkommen. Grundsätzlich habe ich immerhin schon gesehen, ich meine, die Bilder, die ich hier, ja, die mir eingegeben wurden, die sind doch so farbig und so vielfältig, dass sich viele junge Menschen doch sehr angesprochen fühlen, einfach das zu lesen. Das muss natürlich jetzt, muss sich dann noch zeigen. Aber ich kann mir natürlich unmöglich vorstellen, dass ich das ändern könnte. Ganz einfach darum, weil ich das andere nicht verstehe. Also ich verstehe diese Musik, die Sie ansprechen, nicht. Aber ich verstehe Bach und Mozart und Beethoven, die ich hier erwähnt habe, und noch anderes. Gehen wir aber zurück auf die Bildwelt Ihres Romans. Da hat es Landschaften, da hat es Farben, auch Düfte, da hat es ganz spezielle Speisen da drin. Mir scheint, hier kommt ein Stück Fantasy-Poesie zum Ausdruck. Dann auch die Tiere. Bei den Tieren habe ich doch aber dann und wann den Verdacht, sie seien eine Spur zu harmlos. Etwa dieses Eichkätzchen oder andererseits auch die Katzen, die vorkommen, die passen natürlich sehr gut ins Jenseits. Sie erwähnen sogar mal Mäuse. Und hier hätte ich eine leicht ironische Frage. Sind die Mäuse im Jenseits, eigentlich im Diesseits von den Katzen bereits schon einmal verspiesen worden? Jetzt kommen sie ein zweites Mal. Also damit sprechen Sie natürlich eine gewaltige Fragwürdigkeit des Buches an. Sehen Sie, auf der Erde sind alle Phänomene letztlich kausal durch die
uns bekannten naturwissenschaftlich beschriebenen Gesetze determiniert. Und also, um ein Beispiel zu nehmen, ein Berg ist erklärbar. Entweder ist er entstanden, weil sich die Schichten aufgetürmt haben oder weil links und rechts davon durch das Wasser abgetragen wurde. Das heißt, Witterungsverhältnisse führen zur Gestaltung der Landschaft. In dem von mir erfundenen Jenseits, obwalten moralisch-geistige Gesetze. Das heißt also, wenn dort die Bäume verdorren, dann nicht aus klimatischen Gründen, sondern weil gewissermaßen das Innere der dort lebenden Menschen sich spiegelt in der Umgebung. Das bedeutet aber, dass wenn Sie nun diese äußeren Verhältnisse nehmen, dazu gehören die Tiere auch, dann haben Sie hier nicht mehr die Logik der Naturwissenschaft. Also gewissermaßen, dass halt eben Raubtiere andere Tiere fressen müssen. Sondern Sie haben nur noch die Logik der dort existierenden Seelen, die entsprechende Verhältnisse gewissermaßen hinaus projizieren. Das ist ein großer Widerspruch. Und der zeigt sich ja auch darin, dass es gibt kein Wetter, es gibt keine Jahreszeiten, es gibt keine Zeit, es gibt kein Morgen, kein Gestern, es gibt keine Himmelskörper und so weiter. Das ist alles weggelassen. Und dadurch sind wir in einer Welt, die auf ganz eigenartige Weise zwar der unsrigen gleicht, aber nicht durch dieselben Gesetzmäßigkeiten, wie die materielle Welt bestimmt ist. Und darum kann man mir natürlich jeden Widerspruch kann man mir nachweisen, also kann sagen, ja, da kommt ein Bach da herunter. Sag mal, wie kommt denn da Wasser herunter? Es hat ja nie geregnet. Oder da ist ein See und da sind sogar Segelschiffe auf dem See, aber es ist kein Wind da. Also, was soll das? Das ist eine Situation, eine Fragewürdigkeit in meinem Buch, die mir von der ersten Seite her vollkommen klar war. Immerhin, der See spielt in Jenseitsvorstellungen und Jenseitslegenden eine riesige Rolle. Es gibt zum Beispiel von Dostojewski die Legende von einem See, aus welcher dann ein Zwiebelchen gezogen wird. Und von diesem Zwiebelchen, an diesem Zwiebelchen hängt dann die ganze unerlöste Menschheit. Also der See ist tatsächlich, wie auch der Fluss, ein Hauptmotiv abendländischer Jenseitsvorstellungen. Man denke auch an die Unterweltflüsse, natürlich, Acheron und Styx. Jetzt aber zurück zu den Tieren. Es ist ja ein biblisches Motiv, das hier ja auch vorkommt, ein schönes biblisches Motiv. Der Löwe, der muss lernen, Stroh zu fressen. Richtig, ja. Was ich indessen jetzt doch ein bisschen vermisse, ist das ja eigentlich auch nach Paulus die ganze Schöpfung nach Erlösung ächzt und in unseren Sagen drücken etwa schwarze Hunde unerlöste Menschen aus und die Tiere sind auch Bestandteil einer Erlösungsvision. Bei ihnen aber scheinen die Tiere mehr Illustration zu sein als Subjekte. Ich müsste da ein bisschen widersprechen. Also es ist nicht alles so harmlos. Also ich erinnere an Horst, der auf einem Ungeheuer, da auf einem schwarzen, gewaltigen Wolf daher geritten kommt.
Es sind alles, auch nicht alles so diese Kätzchen. Und generell kommt natürlich in meinem Buch die Aussage zur Geltung, dass auch die Tiere überleben. Also die reale Katze Kimi, die wird ja auch überfahren, die kommt dann eben auch, wird ein Teil dieser Jenseitswelt. Also die Tiere sind ebenfalls des Überlebens in einem Jenseits fähig. Das ist übrigens meine Überzeugung. Ich glaube nicht, dass die Tiere keine unsterbliche Seele haben, wie die Kirche das lehrt. Ich sehe das jetzt zwar weniger so aus der Romaninterpretation. Für mich kommt die Katze ins Jenseits, vom Himmel darf man da noch nicht sprechen, weil eben Jesse zu dieser Katze eine Beziehung hat. Und das ist ja ganz klar, dass Jesse auf diese Katze sozusagen wartet und richtig freut, richtig, dass die Katze auch kommt. Das ist aber mehr von Jesse aus gesehen. Und diese Frage nach der Seele der Tiere, von mir aus gesehen, ist dann auch wieder nicht eine Frage, die man irgendwie an die Lehre der Kirche abschieben kann, sondern hier muss wohl eigenständig diskutiert werden. Warum glauben Sie das? Glauben Sie an die Wiedergeburt? Glauben Sie beispielsweise, dass, wie Platon, dass Feiglinge als Vögel wiedergeboren werden und Leute, die sich nicht für Philosophie interessieren, als Kriechtiere? Nein, das glaube ich nicht. Aber also ich muss sagen, die Frage der Reinkarnation, die ja ein Bestandteil der östlichen Religionen ist, hier im Westen vertreten wird durch verschiedene Gemeinschaften. Ich erinnere an die Anthroposophie. Diese Frage habe ich mit einem Nebensatz gewissermaßen hier ganz am Anfang ausgeklammert. Ich lasse Ellen sagen, ganz am Anfang, ja, sie hätte mal davon gehört. Ellen ist eine Gehilfin, sie ist nicht etwa ein diesseitiger Mensch, nein, sondern eine Gehilfin im Jenseits, wie noch andere. Eine viel früher Verstorbene, die schon weit entwickelt ist und die dann auch am Schluss den Eintritt in diesen Himmel dann schafft, zusammen mit Jesse und Jim. Aber sie ist gewissermaßen die geistige Mutter von Jesse, ja. Und Ellen sagt, ja, ich habe mal gehört, so, dass es nach langer Zeit wieder möglich sei, wieder neu auf die Erde zurückzukehren, aber ich weiß davon zu wenig. Und das heißt, ich wische diese ganze Frage auf die Seite und greife die im Laufe des Buches bewusst nicht mehr auf. Das hängt damit zusammen, dass ich selber immer noch Fragen hier habe, die mir noch zu wenig beantwortet scheinen. Persönlich neige ich zur Überzeugung, dass die Kirche mit der Ablehnung der Reinkarnation auf dem Holzweg ist. Also ich denke, dass es wahrscheinlicher ist, dass der Mensch die Möglichkeit des erneuten Menschwerdens, Person, Individuumswerdens, diese Möglichkeit besitzt, ohne dass ich jetzt sagen könnte, das sei in einer so sicheren